Ground Control. Boah. Er ist doch ganz gut geworden. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Düsseldorf, Rath. Wir sind heute bei BMW Niederlassung in Düsseldorf und machen eine M-Tour mit. Ja? Wir fahren mit ganz vielen M-Modellen eine Tour und das werdet ihr gleich in dem Video sehen. Ich muss eins sagen, wir haben einen der schönsten Wagen hier auf dem Platz. Und zwar der Norm läuft jetzt Richtung unserem Team Prior Auto. Und zwar der kleine M8 Competition. Der Kleine. Standesgemäß für den Weltsieg natürlich den Grünen. BMW M-Tour NRW. Richtig cool. Kann man schon etwas zügiger fahren. Ich finde richtig cool, dass unser Team richtig auch zügig fährt. Ja? Nicht nur M-Logo, sondern auch zügig fährt. Finde ich cool. Also wir haben, glaube ich, das coolste Team. Team Blau. Ich weiß nicht, was in der Pole Team Blau bekommen hat. Rivera Blau. Rivera Blau. Okay. Auf jeden Fall, ja, macht Spaß. Ich bin wirklich ein cooler Tag bis jetzt. Und die App funktioniert ja relativ okay. Manchmal kratzt sie ab, aber. Haben wir jetzt im Griff. Fehler wurde gerade behoben. Richtig. Das ist wirklich. Hört man alles hier? Läuft hier unten. Ja, hier kann man sehen, die ganzen Teilnehmer, mit welchem Auto, wer und so weiter fährt. Finde ich richtig cool. Müssen wir uns für unsere Monaco-Tour, die wir machen, auch so was Ähnliches ausdenken. Das ist echt cool. Wir dürfen natürlich das geilste Auto fahren. Der M8 ist einfach nur geil. Ist so. Ich glaube, waren nicht viele dabei, ne? Mhm. Ich glaube, zwei maximal. Zwei. Der blaue und unser. Wir dürfen das Auto ein paar Tage behalten. Und ich muss eins sagen, ich bin das höchste bis jetzt gefahren, 2,45. Und das Auto hält wirklich top die Spur. Ja, guck mal hier, eine Hand. Ich war jetzt gerade 163 gefahren. Ja, okay. Und das ist wirklich ohne Anstrengung, auch loslassen geht's. Ne? Also wirklich, würde ich nicht empfehlen, also Sicherheit geht vor, aber finde ich sehr stabil, dass das Auto wirklich auch geradeaus fährt. Dann würde ich sagen, melden wir uns vom nächsten Checkpoint nochmal. Genau, so nicht anders. Zwischenstopp hier, unsere M-Tour. Wir trinken ganz leckeren Kaffee und es ist
echt hier in Terranova. Heißt das Terranova? Forum Terranova. Forum Terranova. Ja, also richtig cool hier. Also wer die Ecke hier nicht kennt, der muss unbedingt hier sich die Geschichte angucken. Weil ich persönlich finde das ganz schön beeindruckend, ne? Wie das so aussieht hier alles. Ich wollte nur meine Aufkleber zeigen, guck mal hier. Die haben das auch verkehrt rum gebaut. Ne? Also wenn das umgekehrt ist, komme ich aus Monaco. Ja. Ich habe eine polnische Falle. Ist eigentlich cool. Richtig. Extra für mich. Vielen Dank. Ja, jetzt werden unsere Scheiben gewaschen. Die sind aber tico-taco sauber, weil der Belzec die Fliegen umgefahren hat. Ja, du hast sie umgefahren, genau. Nicht umgefahren, sondern umgefahren. Ja, manchmal. Aber gut organisiert. Ja, sehr gut. Also wirklich, kleiner Zwischenstopp. Ja, muss ich echt loben, die Organisatoren hier von der Tour. Echt cool. Hier gibt es einmal Auto tico-taco, sauber gemacht. Und da hinten gibt es was Süßes, was Leckeres. To go. Zeche Zollverein in Essen. Es wird ein Auto vorgestellt, was noch keiner gesehen hat. Ja, und da bin ich selber gespannt. Leider sind die Kameras nicht mit dabei. Aber ich werde auf jeden Fall berichten, was es für ein Auto war und wie es ausgesehen hat. Benzek muss Sport machen. Eine kurze Info. Es geht darum, dass man quasi das Auto, was man kauft oder gekauft hat oder vielleicht schon besitzt, hier die Fahrgestellnummer eintippen kann. Und dann bekommt man alle Informationen über das Auto, was online verfügbar ist. Kilometerstand von dem Auto. Ob der als gestohlen war, gemeldet war oder ob der einen Unfall hatte oder als Taxi genutzt worden ist. Weil manchmal hat man eine Überraschung. Warum hat er hier zum Beispiel 308.000 und hier 250? Also bevor man ein Auto kauft, ich würde es wirklich jedem empfehlen, einmal hier das Auto durchzuchecken. Oder wenn ihr ein Auto schon habt, könnt ihr immer noch hier durchchecken. Bei uns bekommt ihr 10% Rabatt. Und zwar, wenn ihr unten auf den Link klickt. Ne? So, jetzt geht's weiter mit dem Video. So, einen wunderschönen guten Morgen hier aus Kamp Lintfort. Wir sind am Wochenende jetzt mit dem BMW M8 unterwegs gewesen. Und zwar, wir haben die M-Power Tour in NRW gemacht. Richtig cool. Coole Erfahrung. Coole Leute. Tolle Veranstalter. Und natürlich ein mega Auto. Ja? Ein absolut, absolut bombastisches Auto. Warum? Warum hat BMW nicht bei jedem Auto solche Nieren gemacht? Ja. Das war nicht bei Autos, sondern bei jedem Modell. Ja. Ich finde, das Auto, ob der M8 oder 850 oder 840, gehören für mich von der Proportion, von der Silhouette, gehört das Auto zu einem der schönsten, die zurzeit auf dem Markt sind. Coupés. Ja, das Auto hat so eine geile Form, meiner Meinung nach. Ja. Da passt wirklich alles. Die Luftanlässe vorne, der große Grill, der ist zwar schon groß, ja, aber der ist ja nicht bis unten gezogen wie so ein Bär. Ja, das gefällt mir nicht so wirklich.
Und was ich gesehen habe am Samstag in Düsseldorf, ist der neue M4. Und? Ich sage euch nur so viel: Das Auto ist Porno, 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 Porno. Aber wir haben da ein bisschen was zu tun an dem Auto, weil das wird euch nicht gefallen. Und zwar, wie die meisten Modelle, hat das Ding einen Grill bis zum Boden. Ja, und das ist natürlich meiner Meinung nach nicht so schön. Nichts gegen BMW, aber das ist nicht schön. Also, das ist schön. Achtung, nochmal. Das ist schön. Das ist, so muss ein Auto aussehen, so muss ein BMW aussehen. Ja, einfach nur geil. Und nicht so ein riesen Apparat vorne, der hat. Guck mal hier, ich zeig dir was. Damit die Zuschauer wissen, was ich meine. Stell dich hin, mach das Auto zentral von vorne. Guck mal. Das Auto. Achtung. Das Auto, ne? Ich meine hier. Lufteinlass. Lufteinlass, geile Niere, guck mal wie groß. Ja? Und so muss das Ding aussehen. Was mir nicht gefällt bei neuen Modellen ist, Achtung, Luftanlass weg, glatt, hier nur ganz kleines, so ein Schlitz, Luftanlass nennt man das nicht, die Niere geht bis hier, ein bisschen tiefer als die Pflastersteine und bis hier ungefähr. Das finde ich nicht schön und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich viele gegen BMW entscheiden. Ich möchte das nicht schlecht reden, alles ist top, wirklich, guck mal die Haube, die Linien, top. Kotflügel, die Seite, guck mal, die Spiegel. Wow. Das Auto ist wirklich top. Nur an der Front, ich glaube, die haben da einen Praktikanten dran gesetzt. Nicht bei der Front. Die Front, wo kommst du denn? Guck mal, wie angeschossen kommt. Wie ein M8. Was ist los? Was ist los mit Bibi? Was ist los mit Bibi? Komm mal her. Komm mal her. Was ist los? Was? 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 Genau, also der M8 ist ein perfektes Auto. Kommen wir einmal rum. Beim M4, da ist jetzt auch das Kennzeichen ist im Grill drin, ne? Mmh. Da haben wir viel Arbeit. Da haben wir viel Arbeit. Aber das Interieur von dem M4 ist wirklich einmalig mega. Wirklich. Also die Sitze mit so Lufteinlässen und so weiter, Hammer. Wirklich Hammer. Also wenn der Designer vom BMW hier zuschaut, der die Sitze und das Interieur entworfen hat, kann gerne hier einen Kommentar schreiben unter dem Video. Wirklich Respekt an den guten Mann oder an das Team. Kotflügel, guck mal wie fett. Ja, Seidenschwelle sind sehr schlicht, aber gut. Was noch? Spiegel, bombastisch. Ja, sehr schöne Spiegel. Ja. Jetzt kommt das Beste, ne, an dem ganzen Auto. Obwohl die Front ist auch gut, aber komm mal her, du musst wieder zentral von hinten gehen. Ich sag dir was. Ja, genau so. Leute, guck mal, ein mega Diffusor. Sieht richtig schön aus. Steht ab. Ja, das gefällt mir auch. Dass er nicht quasi ab hier schon verschwindet. Ja, ja, das sind noch ein bisschen von der Tour. Ein bisschen Schmutz. Hier, genau, von da musst du gucken. Guck mal, hier diese Wölbung. Ja, hier und da auf der anderen Seite. Ja, das siehst du einfach vom Weiten, je weiter du weggehst, desto mehr siehst du das. Das Auto hat so einen Arsch, so. Ja. Ja, und das ist das, was mir auch persönlich gefällt. Ein Sportcoupé oder ein Sportwagen, ein Supersportwagen etc., was auch immer, der muss einen dicken Arsch haben und vorne so riesige Lufteinlässe, als wenn der kleine Ameisen aufessen würde. Ja, was mir hinten nicht gefällt wieder, bleibt da. Der ist, glaube ich, von dem BMW 1er. Ne, der ist, glaube ich, von dem Mini Cooper. Und den Spoiler haben die da eingebaut. Der passt da nicht rein. Nee. Meine Damen und Herren, geht nicht. Der Spoiler muss, bleib mal ein Stückchen weiter weg, mindestens bis hier. Ja, der muss wie ein Spoiler aussehen, nicht wie ein Spoilerchen. Spoilerchen, ja. Ich weiß, ich bin verrückt, ich bin Spoiler verrückt, aber M8 darf das. Ne? Eine Limousine, so 7er und so weiter, muss nicht, kann, muss nicht, aber der Spoiler ist nicht schön, nein, überhaupt nicht. Ne? Das gefällt mir überhaupt nicht und ich weiß jetzt nicht, was noch ein Manko bei dem Auto ist. Sieht zwar gut aus von hinten, aber diese Einkerbung, schau mal hier, der ganze Dreck sammelt sich genau hier. Ja, ja, das ist nicht gut.
Da wird viel zu putzen sein. Nur so ein Auto putzt sowieso öfter. Jo, ich finde das Auto sehr gelungen. Ja, sehr gelungen. Die Linien und alles kommen von der Seite vielleicht. Kommt die Linien von da. Das nervt aber, dass das Auto quasi immer wieder auf zu geht. So, die Linien quasi, guck mal hier, wie die Linienführung geht. Hier, und dann geht das hier weiter. Also ganz viele Linien und so weiter. Wenn das Auto matt wäre, ja, auf der Veranstaltung am Samstag war ein M8, war es glaube ich M8? Ja, ich glaube M8 war das. 8er auf jeden Fall, 8er Coupé. In blau matt. Die ganzen Linien hat man echt krass gesehen. Ne? Rückleuchten, bombastisch, nachts, Traum. Wie vorne, so hinten. Ich weiß nicht, wieso die vorne die Scheinwerfer gelb sind. Gelb? Ja. Ehrlich? Ja. Also nicht, weil die gelb leuchten, die sind schon, ich sag mal, Matrix oder Full LED, aber die leuchten so gelb. Guck mal, die Spiegel, das ist eine schöne Form. Mhm. Schön, sehr schön. Sehr schön gemacht. Viele werden sich wundern, warum klebt so ein Ding hier? Das hat die Julia von BMW Niederlassung Düsseldorf Rad gemacht. Die hat gesagt, witzige Idee, ich mache dir eine polnische Fahne dran. Da habe ich gesagt, okay, der einzige Pole da auf der Tour, nein, da waren noch mehr. Ja, also da waren mehr Polen und so hat man sich auch erkannt. So sieht es aus. Deswegen, nicht, dass sich hier jemand wundert, dass wir polnische Fahne haben. Wir fahren immer hier mit. Normalerweise essen wir M2. Hier ist M2. So, jetzt drücken wir den Knopf M2. Ist alles aus, alles auf, alles Action. Feuer frei. Ja, eins muss man sagen, wenn man mit dem Auto zum Beispiel von 0 oder von 50 bis 150, 160, hat man wirklich eine krasse Emotion. Also gut, der zieht der einen wirklich nach hinten. Mhm. Aber, das testen wir gleich, wenn ich das bei 150 mache, der beschleunigt zwar schnell, aber ich merke das nicht. Okay. Das ist so ein ganz komisches Gefühl. Also die Emotion von dem M oder von einem, sag mal, 600 Plus Auto erwartet man 150 diesen. Mhm. Ja, und der hat das nicht. Mir fehlt das. Da können wir gleich testen. Ja. Aber ansonsten geiles Auto. Fahrwerk top. Ja, die HiFi-Anlage sehr schön. Ich finde die neuen Autos allgemein, die haben so gute HiFi-Anlagen. Das kann man alles nicht mehr wie früher einbauen, umbauen und so weiter. Hat man von Kenwood oder von Sony irgendwas Cooles eingebaut. Ist nicht mehr. Der neue M4 hat fette Sitze. Ja. Und in einer Farbe habe ich ihn gesehen. Der war so gelb. Ja, warte, gelblich. Also ganz, 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 ganz komische Farbe. Sah sehr gut aus. Ja. Und die Sitze im Interieur waren Babyblau. Echt? Ja. Hätte mir das einer gesagt. Auto so, ja, das ist eine ganz komische Farbe, so gelb, metallic, so geile Farbe, wirklich geile Farbe. Würde ich mir sofort in der Farbe das Auto bestellen. Und nicht dieses M4 Gold da? Nee. Nein, das ist ja wie Senffarbe, ne? Okay. Nein, richtig gelb. Und die Sitze sind richtig Babyblau. Wenn mir jemand das erzählen würde, Belzec bestellt so eine Farbkombi, hätte ich gesagt, das ist verrückt. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Aber der sah fett aus. Ja. Ja. Jetzt fahren wir 120, einmal durchschnitten. Achtung. 160, 170, 180, 190, 200. Check. Und Autos los. Auf jeden Fall machen wir das gleiche bei 150, warte. Hast du gemerkt, was ja, ich meine? Ja. Klar, der ist ja schon schnell. Ja? Nur, guck mal jetzt. Mir fehlt dieses Gefühl, boah, ist er schnell. Ja? Auf dem Tacho, der geht ja hoch. Also es ist nicht so, dass der so ein Loch hat. Ist ja nicht so. Der hat einfach den Gefühl nicht mehr. Irgendwie, keine Ahnung. Also der gibt mir den Gefühl nicht. Und der ist leise. Aber ich glaube, da müssen wir uns alle dran gewöhnen. Dass die Autos so leise sind. Zumindest auf der Autobahn. Ein bisschen. In der Stadt sollen die leise sein, aber. Ja. So sieht's aus. Also ich bin damit, mit dem Auto bin ich 274 gefahren und dann hat er gesagt, stopp. Ja? Ja. Ich hatte noch Gänge nach oben, aber Geschwindigkeit nicht. Okay. Der ist abgeregelt.
warum auch immer, da kaufe ich mir keinen M8 600 Plus Competition und ich kann da 270, da fährt ein Golf R vorbei. Da denke ich mir, ja, okay. Nein, das geht nicht. Die Farbe finde ich bombastisch. Leute, die Farbe nachts, die leuchtet wirklich mit etwas Licht. Ist das Ding, sieht aus wie Silberchrom, also wie so, ja, wie eine Chromfarbe, wirklich schön. Und was mich wundert, kommen wir gleich vielleicht von außen, es regnet die ganze Zeit. Also es regnet, es ist trocken, es regnet. Normalerweise sehen die Autos wie Sau. Ja. Also normalerweise sehen die Autos wie Sau aus. Ja? Also wenn man die nachher betrachtet von außen. Aber hier bleibt nichts haften an dem Auto, ne? Genau, ich glaube, die haben das versiegelt mit irgendwas. Und kein Wassertropfen oder so vorne, nix. Ne? Auf Scheiben, nix, null. Auch wenig Fliegen oder Insekten, die wir vorne einsammeln. Ich glaube, die haben irgendwas hier drauf gemacht. Apropos, wir haben einen neuen Shop. Und zwar Pflegeprodukte für eure Babys. Fellenreiniger, Interieur, Exterior, Shampoo etc. und so weiter. Bevor wir das jetzt ins Programm aufgenommen haben, haben wir alles getestet. Und ungefähr das gleiche Ergebnis wie bei dem M8 haben wir auch bei uns. Ja? Wenn man die Flächen versiegelt, sammelt sich da sehr wenig Dreck. Und das, der Glanz von dem Lack ist ganz anders. Also wirklich, wer da Interesse hat, der kann gerne etwas ausprobieren bei uns. Ja, das war's. Also ich würde da jetzt nicht zu viel Action machen. Wir fahren runter. Okay.